Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück! Das war ein bisschen eigenartig, ist schon in Ordnung. Manchmal tickt es bei mir halt nicht so ganz, wie es eigentlich sein sollte. Call of Duty Vanguard. Wir haben jetzt den Lebenszyklus von Vanguard im Prinzip überschritten. Wir sind 2,5 Wochen vom Release von Modern Warfare 2 entfernt. Wir sind nur noch 15 Tage vom Pre-Release von der Kampagne entfernt. Das heißt, jeder, der vorbestellt hat, kann ab 20.10. schon die Kampagne von MW2 vorspielen. Es ist immer noch nicht klar, ob die gesamte Kampagne oder einzelne Missionen. Es soll wohl 16 Missionen geben, genauso wie es wohl 16 6 gegen 6 Maps in Modern Warfare geben soll. Aber für einige von euch ist es ja so, dass ihr Abschied von Vanguard nehmen wollt oder müsst. Und für einige wie mich ist es ein Segen, dass dieses Grützjahr vorbei ist. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, auf Twitch unfassbar viel Wachstum dazugekommen. Auf YouTube habe ich mich sehr bedeckt gehalten, ich glaube ab der zweiten Season von Vanguard. Das hatte im Prinzip drei Gründe und heute gibt es einfach ein sehr ehrliches, offenes Review von mir für euch, für Vanguard, für aus Sicht eines Spielers, aus Sicht eines Content Creators, der damit auch Geld verdient und und. Was YouTube angeht, war das Interesse von euch, von YouTube Deutschland, von der Welt an Vanguard relativ zügig nach 4-5 Wochen schon eigentlich aufgebraucht. Und das geht einher mit dem, was ich als Spieler auch einfach das Gefühl hatte. Die ersten 4 Wochen von Vanguard habe ich ja so noch Videos hochgeladen und gesagt, Leute, das macht Spaß sogar. Man kann Broken Shotguns nutzen, man kann Maps in Flammen setzen. Das war so ein Fun-Aspekt. Und im Nachgang finde ich es gar nicht schlimm, dass die Shotguns zu stark waren, oder viel zu stark und und. Ich fand es nur schlimm, wie lange das angehalten hat. Vanguard wurde von Sledgehammer released und das erste, was Sledgehammer dann gemacht hat, sie sind in Urlaub gegangen und sind irgendwann ja nach Weihnachten. Bella, hörst du auf? Geh mal dahin. Und Platz. Sie sind ja dann nach Release einfach in den Urlaub gegangen, sind nach Weihnachten wiedergekommen und haben dann angefangen, an einem Game zu arbeiten, was komplett kaputt ist. Das war aber auch der Zeitpunkt, wo wir schon wochenlang mit diesem kaputten Game umgegangen sind. Paketverlust haben wir dabei. Wir konnten Aufsätze für Tarnung nicht nehmen. Das hat Wochen und Monate gedauert. Viele von euch hatten zum Zeitpunkt Weihnachten schon eigentlich fast alle Waffen fertig und konnten mit Atomar nicht weitermachen, weil die Aufsätze im Game nicht drin waren, die man laut Beschreibung nutzen sollte. Oder es waren im Game Aufsätze, die anders gehießen haben als das, was in der Beschreibung stand, weshalb man da erstmal nicht drauf gekommen ist. Das heißt, für viele war da schon der Punkt, wo sich das so in die Länge gezogen hat, dass man mit seinem Projekt weitermachen kann, dass da das Interesse schon runterging. Dann natürlich die ganzen Memes und wie schlecht das alles war, jede Runde Paketverlust, andauernd auf dem PC ist es andauernd abgestürzt, das Game. Die Maps haben alle gebrannt, man konnte teilweise nur 2-3 Maps spielen, dann war es unmöglich, Hardcore das Haus zu spielen, weil die Raketenwerfer andauernd in den Wänden eingeschlagen sind und der Explosionsradius so groß war, dass man überall gestorben ist. Das heißt, man konnte seine Longshots da nicht machen, die Longshots auf Shipment haben nicht funktioniert. Also unglaublich viele Probleme, die dieses Game von Anfang an hatte. Und das kann daran liegen, dass die zu wenig Entwicklungszeit hatten, denn darf man es nicht releasen, so einfach ist das. Das kann daran liegen, dass Sledgehammer ein kleineres Studio ist, dann muss man denen Hilfe zur Seite stellen und den Release verschieben. Zwischendurch war ich schon dabei, dass ich mir gewünscht hatte, das Game wird erstmal eingefroren und kommt 2-3 Monate später in verbesserter Form wieder. Dazu, man hatte zwar verschiedenste Maps und manche waren auch echt in Ordnung, aber es waren auch so viel Gameplay-Entscheidungen, die, finde ich, gerade in Verbindung mit diesem Setting Zweiter Weltkrieg, wo viele von euch, ich gesagt haben, nee, muss nicht sein, nicht schon wieder Zweiter Weltkrieg, es ist ein langweiliges Thema, man ist ja auch beschränkt in den Sachen, die man machen will, dann haben sie Monate gesagt, sie wollen realistisches Zweites Weltkrieg-Game und deswegen kommt kein Trophy-System und dann kam es irgendwann, weil die CDL-Pros gemeckert haben, was sie eins brauchen. Der Ranked-Modus zum Beispiel bei Vanguard ist ja gar nicht schlecht, das ist ja eigentlich einer der besseren. Und der Ranked-Modus war, Statistiken habe ich dazu nicht, aber gefühlt der beliebtere Modus als der normale Multiplayer. Und dazu kommt natürlich auch sowas wie die Pandemie hat langsam so ein bisschen das Ende des Höhepunkts gefunden. Caldera kam raus, Caldera war auch richtig scheiße. Das heißt, viele von euch haben da einfach auch das Interesse verloren, sich da Content drüber anzugucken. Da sind,
in dem Fall würde ich sagen, wir Creator nicht schuld dran, weil die Art des Contents ist ja, natürlich kann man und sollte man kreieren, das heißt auch unterhaltsame Sachen machen und. Aber dafür gibt es so YouTuber wie Haptic einfach. Da ist egal, was für ein Thema er hat, das ist ein Mensch, der einfach die Fähigkeit hat, unterhaltsame Videos zu machen. Und dann gibt es als Beispiel jetzt Leute wie mich, die über News sprechen wollen und ich habe gar kein großes Interesse, euch irgendein heftiges Gameplay zu zeigen, weil ich will, dass ihr darauf hört, was ich sage und für euch überlegt, ob das für euch Sinn macht, ob ihr der gleichen Meinung seid, ob ihr genauso fühlt. Und für mich gab es, will ich ehrlich sein, es gab die Option, einfach Content zu machen, so wie Ace das das Jahr durchgezogen hat. Mit super wenig Aufrufen, man verdient trotzdem Geld daran und man zieht es durch. Es gab die Option zu faken, dass man voll hyped ist und voll Bock hat und dass es geil ist. Und es gab die Option, die habe ich Gott sei Dank, weil ich noch einen Vollzeitjob nebenbei habe, bei dem ich gut verdiene, dass ich einfach wenig oder gar keine Videos darüber mache. Und das habe ich gemacht und ich bin nach Season 2 von Vanguard zum allerersten Mal zu Rebirth Island gegangen. Ich habe bis dato noch nie Rebirth gespielt. Ich habe in Blackout nie Alcatraz gespielt. Null Runden. Und habe da dieses Jahr meine Bestimmung, meinen Spaß gefunden. Und muss euch ganz ehrlich sagen, viele sind von Caldera, vom Multiplayer, überall vom Zombie, weil Zombie schlecht war, zu Rebirth rein und ein paar zu Caldera und haben da ihren Spaß gefunden. Das heißt, automatisch war der Content, den man euch anbieten kann, den ihr verdient, schon super gering, weil uns als Creator einfach vom Game nichts gegeben wurde. Und dann ist es halt auch so, dass man natürlich weniger Interesse hat, sich jetzt noch Ewigkeiten Gedanken zu machen, wenn man weiß, dass das, was man kreiert, von nur wenigen angeklickt wird, weil sie kein Interesse dran haben. Und einige müssen dann Content machen, das sieht man, finde ich, dann auch, wenn die dann wieder irgendeinen Scheiß hochladen. Und es gibt einige, die haben das Glück, die müssen es nicht. Haptic hat, egal was für Themen ich mit ihm habe, der hat wochenlang auch keine Videos hochgeladen, weil er es nicht muss und weil er gesagt hat, und das finde ich sehr, sehr offen und transparent, mir war einfach nicht danach, da war nichts. Und das finde ich vollkommen in Ordnung und das sollte jeder respektieren. Aber als Spieler und Creator, wenn man die Frage stellt, hat Vanguard all diesen Hass verdient, den es bekommen hat, will ich euch ehrlich sagen, ja, zu 100%. Call of Duty Vanguard war Betrug am Spieler. Tarnung, die nicht funktionieren, Maps, die man nicht spielen konnte, weil sie versteckt waren, wenn man in der Party gespielt hat. Ein Broken Party-System, was bis heute nicht gefixt wurde. Viel Glück, wenn ihr mit PlayStation, Xbox, PC-Spielern in einer Party spielen wollt. Es war die ersten Wochen, habe ich mehr Zeit damit verbracht, die Konsole neu zu starten, weil das Game einem gesagt hat, du suchst eine Lobby, aber allen anderen hat es gesagt, ihr seid rausgeflogen. Das ist Verarsche und das ist bis heute nicht behoben worden. Paketverlust andauernd. Jetzt ist das Gerücht, dass das an Telekom liegt. Also, dass alle, die Telekom-Leitung haben, dieses Problem haben. Weiß nicht, schreibt mal rein. Habt ihr auch Paketverlust andauernd mit Vodafone oder Willinet oder 1&1 oder wie auch immer die alle heißen? Ich hab's andauernd. Ich bin Telekom-Kunde, aber ich hab's erst seit Vanguard. Vorher habe ich das Problem nie gehabt. Tarnung, die man nicht erspielen konnte. Waffen, die man nicht erspielen konnte. Jede Season in Vanguard kamen neue Waffen, die kaputt waren. Jede Season, erinnert euch mal an die Railgun, das war glaube ich Season 1 oder Season 2. Erst ist sie rausgekommen, man konnte sie nicht freispielen. Dann konnte man sie freispielen, dann hat sie keinen Lauf gehabt, es war nur eine halbe Waffe. Dann wurde das gefixt, dann hat sie plötzlich kein Geräusch mehr von sich gegeben. Beim Nachladen nicht, beim Schießen nicht. Es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Dann haben die Maps andauernd gebrannt. Das Krampus-Event sollte 8-9 Tage gehen und war irgendwie 4 Wochen, weil anscheinend keiner bei Sledgehammer gesessen hat und daran gearbeitet hat. Von Anfang bis Ende war Call of Duty Vanguard komplett auf verlorenem Posten und meiner Meinung nach wirklich, und da stehe ich zu, bis jetzt das schlechteste Call of Duty, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe, von jeder Entscheidung hin, wie dies ausgeführt wurde und. Meiner Meinung nach absolut blamabel und ich hoffe bei Gott, dass wir nie wieder so ein Produkt bekommen, denn das, was als Möglichkeiten in dem Game, das Movement zum Beispiel war eine Möglichkeit, wo man hätte darauf aufbauen können, das, was man an Möglichkeiten hatte, wurde zu keiner Zeit auch nur eine Sekunde genutzt. Und das Schlimmste daran, mal wieder wurde uns versprochen, dass viel mit uns kommuniziert wird. Sledgehammer hat dann am Anfang kommuniziert, als sie aus dem Urlaub kamen, haben auch 2-3 Patches rausgehauen, die das Ganze deutlich besser gemacht haben, was immer noch das Schlechteste von allen war. Und danach hat man nie wieder was gehört. Es gab dann nur noch Updates über neue Playlists und das war's.
Schreibt gerne in die Kommentare rein, Leute. Ich bin wirklich der Auffassung, es ist das schlechteste Call of Duty, was wir je gesehen haben. Und ich hoffe, egal was die nächsten Jahre und Monate noch kommt, wir werden niemals wieder so ein schlechtes Produkt sehen.